Ein Playmate zu sein, ist die größte Ehre, die es gibt. Das heißt nämlich, ich bin die Nackte auf der Mittelseite in einem Magazin. Do it, do it, do it, do it. Hi, Hef, hi, Mädels. Hi, Shelly, du siehst gut aus. Shelly lebte ihren Traum. Bis sie tat, was kein Bunny jemals tun darf. Sie wurde alt. Aber ich bin 27. In Bunny-Jahren sind das aber 59. Was ist, Baby? Traurig? Ein trauriges Äffchen? Wenn Sie jetzt bitte so freundlich wären, hier zu blasen. Also gut, na dann. Ich hab nur gemacht, was er gesagt hat. Ist die blöd? Das sieht ja aus wie die Playboy-Villa in Mini. Nun. Das soll eine Uni sein? Zeigt dieses Bunny diesen Mädchen. Alle halten uns für totale Loser. Ich bin ein Bunny. Wir schreiben Männer aus dem Knast. Die Tricks, die es wirklich bringen. Ich will euch Mädels helfen, weil ich weiß, dass ich das kann. Shelly, wo ist dein Morgenmantel? Heute möchte ich nichts tragen, außer dem Körper, den Gott und Dr. Borgman mir geschenkt haben. Das hier ist Harmony. Harmony. Was soll das? Das ist nur so ein Tick, damit ich mir besser Namen merken kann. Natalie. Der Exorzist soll uns helfen. Sie stylt sie komplett um. Die Augen sind die Nippel des Gesichts. Und stellt ihre ganze Welt. Ihr werdet die schärfsten Bräute auf dem ganzen Campus. Auf den Kopf. Geht's dir gut? Keine Angst, mir wird mit der Brille nicht schwindelig. Leck mich doch am Arsch! Wir schmeißen eine Party, die richtig rockt. Manchmal ist Freunden zu helfen. Zusammen kriegen wir alles hin. Der beste Weg, sich selber zu helfen. Und jetzt bin ich dran. Was ist denn mit denen los? Jungs sind nun mal Jungs. Gott sei Dank. Anna Faris ist das House Bunny. Ich glaube, ich habe hier irgendwo Geld verloren.